an. Wabarakallahu fikum. Und wir freuen uns, diese gläubigen Gesichter wiederzusehen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns und euch Yawm al-Qiyamah mit dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im höchsten Paradies vereint. Allahumma amin. Liebe Geschwister, wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala, muhibbukum fillah. Und wir möchten heute mit einer gewaltigen Regel an euch treten. Und das ist nicht eine Regel, die ein Muslim übersehen sollte. Vielmehr ist das eine Regel, die durch sein gesamtes Leben zieht. Und ein Muslim sollte seine Religion bestens kennen, um Allah subhanahu wa ta'ala auf beste Art und Weise anzubeten. Denn Allah azza wa jalla, der Allmächtige, er sagt uns in seinem edlen Buch, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Unsere Aufgabe in dieser Welt ist es, Allah zu dienen. Und zwar, wie Allah es möchte und nicht, wie wir es uns vorgestellt haben. Weil Allah hat uns klare Richtlinien vorgegeben. An diesen Richtlinien sich zu halten, gehört zu einem Weg von einem jeden Muslim, will er erfolgreich sein, Yawm al-Qiyamah. Allah Azza wa Jal, er hat uns ein gewaltiges Paradies versprochen. Ein Paradies, welches du niemals durch deine Taten erreichen würdest. Aber Allah ist Al-Karim, der Großzügige. Er ist bereit, dir so ein Paradies zu schenken, subhanahu wa ta'ala, obwohl du relativ wenig dafür gemacht hast. Und in der gesamten Zeit, wo du gelebt hast, hast du nicht als gehorsamer Diener gelebt, sondern du hattest Phasen. Manchmal warst du stärker im Glauben, manchmal warst du schwächer im Glauben. Aber Allah hat dir dieses verziehen und er hat, subhanahu wa ta'ala, dich zum Schluss nach deinem Herzen und deiner Absicht, subhanahu wa ta'ala, abgerechnet, so dass du danach auch dafür das Paradies bekommst. Allahumma suqna al-Jannah wa ja'alna min ahliha ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Ihr Geschwister, eine gewaltige Regel in unserer Religion. Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran min. Wer eine Sache für Allah unterlässt, für wen? Für Allah. Bedeutet nicht, dass die Leute nicht loben. Es gibt Leute, der unterlässt eine Sache, damit die Leute ihn anschließend dafür loben. Dieser ist nicht gemeint. Das ist Riya wa Iyadu Billah. Es gibt Leute, sie unterlassen eine Sache, weil sie zum Beispiel krank sind. Sein Arzt hat ihm verboten, dass er rauchen darf. Daraufhin unterlässt er die Zigarette nicht für Allah, weil er Haram macht, sondern weil sein Gesundheitszustand es nicht erlaubt. Oder er unterlässt das Trinken vom Alkohol nicht, weil er Allah gefallen will, sondern weil sein Gesundheitszustand das nicht erlaubt. Dieses ist nicht ein Unterlassen für Allah, sondern für seinen eigenen Nafs. Wer eine Sache für Allah unterlässt, so wird Allah ihm Besseres dadurch ersetzen. Yaqeen, Gewissheit. Und wir gehören zu den Leuten, die an Allah subhanahu wa ta'ala und an seine Wörter fest glauben, dass Allah uns das, was wir an Haram oder an Übeln gemacht haben, wenn wir es unterlassen für Allah, dass er es uns durch etwas Besseres ersetzt, dann gehören wir zu den Leuten, die fest daran glauben. Und ich möchte heute meine Geschwister dazu aufrufen, dass wir immer uns für Allah entscheiden, auch wenn es schwer wird. Natürlich haben wir Gelüste, wir sind Menschen, wir sind keine Engel. Allah sagt über die Engel, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Sie widersetzen sich nicht Allah in dem, was er ihnen befiehlt, und sie führen aus, was er ihnen befohlen hat. Das ist der Zustand der Engel. Aber wir sind Menschen, wir sind anders, wir sind fehlerhaft, wir machen alle Fehler. Kullu bani Adam khata' wa khayrul khata'in at-tawwabun. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte uns, jeder Mensch begeht Fehler, jeder Mensch begeht Sünden, und die Besten unter denjenigen, die Sünden begehen, höre zu, obwohl sie Sünder sind und Sünden gemacht haben, die Besten unter denjenigen, die Sünden begehen, sind diejenigen, die reuig zu Allah zurückkehren. Allahu Akbar. Allahumma tub alayna ya Rabbal Alamin. Das sind diejenigen, die reuig zu ihm zurückkehren, obwohl sie Sünder sind. Und daher sollten wir diese Regel vor unseren Augen halten und uns immer danach richten. Wer eine Sache für Allah unterlässt, so wird Allah sie ihm durch etwas Besseres ersetzen. Eine Person, er hat vielleicht einen Job angeboten bekommen. Er hat einen Job angeboten bekommen in der Pizzeria, wo er Schwein und Alkohol verkauft. Und wie viele Muslime arbeiten in solchen Dingen? Und ich warne meine Geschwister, dass wir aufpassen sollen, mit Haram zu handeln. Denn wahrlich, dieses ist der Grund, warum Allah unsere Bittgebete nicht erhört. Allahu Akbar. Was hat die Arbeit mit den Bittgebeten zu tun? Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte über eine Person. Rajulun yamuddu yadayhi ila sama. Eine Person erhebt seine Hände in den Himmel. Ja, Rab. Und er sagt, oh mein Herr. Und er hat eine Notlage. Er ist in der Wüste und hat weder zu essen noch zu trinken noch irgendjemand, der ihm helfen könnte. Er sagt, ja, Rab. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Sein Essen ist aus Haram
und sein Trinken besteht aus Haram. Und seine Kleidung, die er anhat, aus Haram. Wie soll ihm da erhört werden? Und das ist der Grund, warum Allah viele Bittgebete von vielen Dienern nicht annimmt, weil sie Haram machen. Und heutzutage haben wir einen Zustand, wir verdienen Haramgeld, aber wir wollen damit Halal-Fleisch kaufen. Wo ist der Sinn? Wo ist der Akel? Subhanallah, er verdient Haramgeld, er betrügt vielleicht das Jobcenter, er betrügt vielleicht irgendwelche Leute, er klaut von ihnen das Geld oder sonstiges, aber er will dann alles im Leben Halal kaufen. Das passt nicht zusammen, lieber Dina, sondern vielmehr solltest du darauf achten, dass du die Grenzen von Allah Azzawajal erkennst. Tilka hududullah, fala taqrabuha. Das sind die Grenzen Allahs, darum kommt ihm nicht zu nah. Dieser Dina, er verdient sein Geld mit Haram und er speist seine Familie mit Haram, vielleicht sogar sein jüngstes Kind, ein Baby, weil sein Vater ihn mit Haram ernährt. Willst du nicht dieses unterlassen, um ihn Allahs? Wenn du diese Arbeit unterlässt, die dir angeboten wird im Restaurant, so wird Allah dir das durch Besseres ersetzen. Und wir haben von Geschwistern gehört bei Allah, sie haben gesagt, wir haben eine Stelle verlassen. Wir haben eine Stelle, die wir angeboten bekommen haben. Wir haben diese Stelle abgelehnt und Allah hat uns gleich danach eine bessere Stelle angeboten. Das ist ein Versprechen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wenn wir sagen ein Versprechen, dann heißt das, das wird so passieren, wie es uns gesagt wurde. Wir haben Leute, die sind heutzutage tätig als Bankkaufmänner oder Bankkauffrauen. Die Gesellschaft schaut zu ihnen hinauf, die Eltern vielleicht sogar, die Muslime sind. Sie sagen, guck mal, mein Sohn ist ein Bankkaufmann, meine Tochter ist eine Bankkauffrau. Und er protzt damit und er zeigt sich unter den Leuten und er weiß nicht, dass diese Leute gewaltiges Haram machen. Dass diese Leute bei Allah subhanahu wa ta'ala sich den Fluch zugezogen haben. Höre, was Allah azza wa jalla sagt. Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullah. Ittaqullah wa daru ma baqiya min al-riba. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. O ihr, die ihr glaubt, unterlasst, fürchtet Allah und unterlasst den Zinshandel. Was bedeutet Zinshandel? Es gibt Leute, die denken, es ist dir nur verboten, Zinsen zu nehmen. Aber Zinsen zu geben, ist kein Problem. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat diese Leute, die Zinsen geben und Zinsen nehmen und Zinsen aufschreiben, alle zu einer Person erklärt, alle sind bei Allah verflucht. Eine Person, ob er Zinsen nimmt oder ob er Zinsen gibt oder ob er die Zinsen aufschreibt, das heißt, er ist zuständig dafür, dass so ein Zinsvertrag zustande kommt. Und was macht ein Bankkaufmann? Der macht das nicht nur einmal am Tag, der macht das nicht nur fünfmal am Tag, der macht das vielleicht 10 bis 20 Mal am Tag und das ist sein Zustand bei Allah. Während die Eltern mit so einer Person trotzdem, ist diese Person verflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Unterlass diesen Job, ja, Karim. Ich verdiene 3.000, 4.000 Euro, mein Gehalt steht. Wallahi al-Azim. Das, was du hier verdienst, bedeutet nur weitere Strafe für dich im Höllenfeuer. Schau darauf, was Allah gefällt und schau nicht darauf, was du verdienst. Es gibt Leute, sie arbeiten als Friseure oder als Friseurinnen. Sie zupfen die Augenbrauen, was ein Fluch bei Allah subhanahu wa ta'ala hervorruft. Sie rasieren die Bärte von den Leuten, die in die Friseurläden hereinkommen. Und den Bart als Mann sich wachsen zu lassen, gehört zu der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das ist ein Gebot, liebe Geschwister. Und wenn du dieses Gebot rasierst, so wird Allah nicht zufrieden mit dir sein. Es gibt Leute, sie arbeiten an der Tankstelle, wo sie Maisel verkaufen, Lottoscheine, sie verkaufen Alkohol. Dieses alles sind große Sünden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. Sie fragen dich nach dem Glücksspiel und dem Alkohol. Sprich, darin ist eine große Sünde. Möchtest du einfach eine große Sünde machen und das machst du nicht einmal am Tag oder zweimal am Tag. Er arbeitet an einer Tankstelle, er arbeitet im Kiosk und verkauft dieses die ganze Zeit. Wenn du diesen Job unterlässt für Allah, Allah wird in dir durch etwas Besseres ersetzen. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, und daraus ist die Regel abgeleitet, er sagte, innaka lan tada'a shay'an lillahi azza wa jal, illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khayrun laka min. Du wirst niemals eine Sache für Allah unterlassen, außer dass Allah sie dir durch etwas Besseres ersetzt. Das ist eine Regel und die Allahs. Manche Leute, sie arbeiten an Stellen, wo sie nicht arbeiten dürfen, in Supermärkten, bei Aldi, bei Rewe und so weiter und so fort. Diese Arbeit, ja, ist Haram. Was macht einer, der im Supermarkt arbeitet? Er hat zwei Aufgaben. Entweder füllt er die Regale mit Dingen, die Haram sind, wie zum Beispiel Würstchen, wie zum Beispiel Schweinefleisch und so weiter. Und Deutschländer Würstchen sind nicht halal. Er füllt die Regale mit diesen Dingen, die verboten sind. Oder er füllt sie mit Alkohol. Und das ist in den gesamten Verboten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allah idha harrama shay'an harrama thamana. Wenn Allah azza wa jalla eine Sache verbietet, dann verbietet er auch dessen Preis. Das heißt, du darfst nicht damit handeln, weder kaufen, noch verkaufen, noch darfst du es lagern oder sonstiges. Und das Schlimmste ist, dass du jemandem dabei hilfst,
Dadurch, dass du diese Sache in das Regal hereingetan hast, dadurch, dass du an der Kasse sitzt und diese Sache abrechnest, hast du ihm direkt zu diesem Haram verholfen und bekommst dieselbe Sünde wie er. Bekommst dieselbe Sünde wie er. Arbeite in einem türkischen Supermarkt, in einem arabischen Supermarkt, aber verkauf kein Haram. Und so sagt uns Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Helft einander in Güte und in Gottesfurcht, aber helft nicht einander, oh ihr Gläubigen, in Sünde und in Feindschaft. Das ist verboten für uns. Allah, er möchte nicht, dass du Haram machst. Und was denkst du, wenn Allah Azza wa Jalla dir befohlen hat, dich vom Haram fernzuhalten, wird er dich nicht dafür belohnen, wenn du dich vom Haram fernhältst? Allah wird es dir, subhanahu wa ta'ala, mit dem Besten vergelten. Hal jaza'u al-ihsan, illa al-ihsan, ist der Lohn für den Gutestunden, nicht nur das Paradies. Ein Versprechen von Allah Azza wa Jal. Und daher, o Diener Allahs, wisse eine Sache. Allah Azza wa Jal liebt es nicht, wenn du etwas machst, was haram ist. Stattdessen, wenn du dich von diesem Haram entfernst und das unterlässt, wirst du von ihm viel Lohn bekommen. Einer kommt zu dir und sagt dir, komm, wir gehen in die Disco. Komm, wir gehen zu dieser Feier, zu dieser Party, wie die Leute heutzutage sagen. Und da gibt es Alkohol und da gibt es Frauen. Wenn du dieses unterlässt für Allah, so wird er es dir durch Besseres ersetzen. Subhanahu wa ta'ala. Einer hat eine schlechte Charaktereigenschaft. Er wird zum Beispiel schnell zornig oder er hat Hochmut, Kibbel. Er sieht sich besser als andere Leute, weil er etwas gelernt hat, etwas. Und ich rede nicht vom Wissen, ich rede von etwas. So siehst du, dass er sich über die Leute erhebt. Wer dieses unterlässt, weil das eine schlechte Eigenschaft ist, so wird Allah ihm das durch Besseres ersetzen. Wer ein Freund verlässt, der schlecht für ihn ist, so wird Allah Azza wa Jalla es ihm durch etwas Besseres ersetzen. Wallahi al-Azim, manche Geschwister, die ihre Freundin gelassen haben. Und er war in der Jahiliyya mit einer Freundin zusammen. Als er den Islam angenommen hat, war er immer noch mit ihr zusammen. Als er dieses gehört hat, dass er Besseres bekommt bei Allah Azza wa Jalla, hat er diese Freundin gelassen und Allah hat ihm dafür eine rechtschaffene Frau gegeben. Allah hat ihm dafür eine rechtschaffene Frau gegeben. Warum sollte derjenige, der nicht das Haram an dir mag, dir nicht dieses durch etwas Besseres ersetzen? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.